Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Valentinstagsvideo. Als Thema ausgesucht habe ich mir Dessous. Es ist ziemlich angesagt in letzter Zeit, zumal wenn es darum geht, es nach außen zu tragen. Und genau das bietet sich doch perfekt an für den Valentinstag. Und ich würde sagen, wir gucken mal direkt schon, was ich da so habe. Auf jeden Fall was Rotes. Es passt auf jeden Fall zum Anlass. Das wäre einmal dieser Blazer. Und darunter kommt dann natürlich ein Spitzenbody. Mal hier so hinlegen, dann könnt ihr euch vielleicht auch ein besseres Bild machen. So ungefähr. So sieht das Ganze jetzt angezogen aus und ich bin positiv überrascht. Also der Body sah tatsächlich ein bisschen transparenter aus, als er eigentlich ist. Also ist er auch hier an diesen Stellen, da ist nämlich ein transparenter Einsatz drin. Aber die Spitze ist blickdicht. Die Farbkombi finde ich passt auch. Das ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche, aber wenn man in der gleichen Farbfamilie bleibt, dann sieht das auf jeden Fall stimmig aus und ich glaube, das macht das Ganze ein Stück weit auch eleganter. Und jetzt kommen wir mal, apropos Farbe, zu meiner Lieblingsfarbe in Sachen Unterwäsche. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Das ist nämlich schwarz. Ich liebe schwarz. Der ist jetzt etwas transparenter als der rote, den ich gerade trage. Ganz, ganz tolle, feine Spitze. Und auch hinten ist der echt raffiniert gelöst mit so einem Ring noch. Sieht echt schick aus. Den will ich auf jeden Fall mal anprobieren, um einfach mal zu wissen, wie der angezogen aussieht. Und ob man den auch gut kombinieren kann mit einer transparenten Bluse, würde ich jetzt direkt mal ausprobieren. Und es hat funktioniert. Ich habe jetzt den Body hier unter der Bluse an, der wirklich transparent ist, aber es geht. Also mit der Bluse drüber geht es. Man muss tatsächlich aber ein bisschen aufpassen, hier nicht zu sehr rechts-links bewegen, weil die Bluse sonst auffällt. Und dann legt man mehr offen, als man eigentlich will. Denn der Look bestimmt wirklich, der Look definiert sich wirklich darüber, dass man es nur erahnen lässt und nicht zu viel zeigt. Ja? Und das Ganze noch ein bisschen spannend zu halten. Den Bralette habe ich jetzt direkt mal mitgebracht, habe den auch anprobiert. Sah es nicht sehr viel anders aus als mit dem Body. Und deswegen dachte ich, ja gut, muss ich euch jetzt nicht den auch noch angezogen zeigen. Habe mich für den Body entschieden, der auch sich einfach ein bisschen angezogener anfühlt. Und habe euch aber auch noch einen Tipp mitgebracht für die Bralettes und ein paar andere Varianten, die auch im Trend sind. Seht ihr dann direkt hier, sind zum Beispiel diese ganzen Samtmodelle oder auch Animal Print in Unterwäsche ist ziemlich angesagt. Und die könnt ihr zum Beispiel ganz toll kombinieren mit einer High-Waist-Jeans und einem Blazer drüber. Geht natürlich auch wieder im Sommer oder zu einem Event, was dann am Abend stattfindet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Und das war's dazu. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video Spaß gemacht hat und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß an Valentinstag. Schreibt mir gerne rein, wenn ihr irgendein Programm habt und die ganzen Details zu meinen ganzen Dessous und noch viel, viel mehr findet ihr wie immer in der Infokarte. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Rumstöbern und hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bye, bye.